Hallihallo, liebe Collecten Trader. Ich habe hier ein neues Paket bekommen. Das werde ich mal eben aufmachen und dann gucken wir, was da drin ist. Ja, ich habe es gekauft bei eBay Kleinanzeigen und ja, mehr gleich. So Leute, das war alles im Paket drin. Entschuldigt mich für meine schlechte Audioqualität. Ich installiere gerade meinen Rechner komplett neu. Daher habe ich gerade das gute Mikrofon nicht zur Verfügung. Ihr seht es, hier sind einige Tech-Boxen drin gewesen. Und unter anderem das hier. Alles. Entschuldigung, ich wollte nicht vor die Kamera hauen. Ich packe das einfach mal aus. Hier sind Haarreifen drum gewesen. So, ich hoffe, das ist einigermaßen gut fokussiert. So, ich halte das mal in dieser Höhe. Und dann schauen wir uns das mal an. Master Hyperion X-Sable Wayne. Rangsteigerungs Variant kleine Kraft. Gerümpelzerstörer Nummer 39 Utopia-Strahl, magische Zylinder Nummer 39 Utopia-Strahl 5, Nummer 39 Utopia, mystische Raumtaifun Nummer 6, Gaia, Ritter, bla bla bla. Wir gehen einfach mal durch und schauen uns das an, was hier so drin ist. Also ich finde es auf jeden Fall schön, dass die Sammlung schön gepflegt ist. Wir haben alles in Hüllen, wir haben alles in Deckboxen und in einen, zwei kleinen Ordnern. Das ist schon mal sehr schön. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie Decks sind, aber ich glaube, es ist einfach nur eine Sammlung. Jede Common ist in einer Hülle drin. Das ist doch lobenswert. Dann gucken wir uns die Hüllen mal an. Es sind alles, wow, geile Hüllen. Original Konami Yu-Gi-Oh! Hüllen. Obwohl, sind die eigentlich von Konami? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal schon, ne? Shonen Jump. So, den Haufen hätten wir uns dann mal angeguckt. Dann gehen wir einfach mal über zu diesen Ordnern. Ist es so gut? Ich hoffe es. Blättern wieder einfach mal durch. Da sind auch einige kleine Karten drin, wie Gachi Gachi Gantetsu, Nummer 39, Utopia wieder, Chimatech, Festungsdrache, niederträchtiger Regenbogendrache. Ich blätter einfach mal weiter durch. Das könnt ihr ja so beurteilen. Was ist das denn? Okay. Hoffentlich einige Karten dabei, die ich noch nicht habe. Das ist ja immer das Wichtigste für mich. So, und wie ich gerade sitze, gefällt mir gar nicht so gut. Einige Karten werden hier wahrscheinlich dann auch wieder auf dem Card-Market-Account reingestellt. Die ich zum Beispiel vierfach habe, die werde ich dann online reinstellen. Fokussieren mal ein bisschen näher, ne? So, nächster kleiner Ordner. Finde ich ja echt süß, diese kleinen Ordner hier. Sehr schnuckelig. Aber ein Lob an die Sammlung, denn sie ist echt ordentlich gepflegt. Ich weiß zwar nicht, wonach das jetzt geordnet wurde. Aber das sieht doch schon mal ganz nett aus, oder? Jetzt habe ich schon wieder hunderte Deckboxen mehr. Ich habe ja schon einige. Naja, ich mache mal eben hier am Computer weiter. Jetzt installieren. So. Und da sind hier noch ein Haufen Spielfelder dabei gewesen. Das sind auch alles wirklich nur Spielfelder. Jo. Sieht so aus. Vielleicht ist da noch ein Regelhandbuch bei oder so. Aber das ist ja auch eigentlich dann egal. So. Ich denke, ich werde jetzt nicht alle Karten zeigen. Ich gucke jetzt einfach mal durch, Box für Box, und zeige euch dann die Highlights. Ich werde das dann zusammenschneiden. So. Hier in dieser Box. So, in dieser Box waren ein Haufen Karten mit blauen Hüllen und Holos darunter waren unter anderem Seelentausch, Spiegelwand, Feinkontrolle, Schattenzauber und antikes Antriebsschloss, eine Feder vom Phönix, Sündenbock, Kartenzerstörung, Verstärker und das war's. Das waren die Holos in dieser Box. So. So, nach ein paar Minuten Rätseln am Rechner, weil man muss, wenn man eine SSD drin hat, hin und wieder alle anderen Festplatten abklemmen. So viel dazu als kleiner Tipp, bevor man da was drauf installieren kann. So, Klingenritter, Gebieterischer Ritter, keine Ahnung, Pfings, Inventarfinaler, Flammenherrscher, Totale Abwehr, Shogun, Saarburg, Möbius und Behemoth. Das waren die guten der weißen Hüllen. Dann war da noch einige Exodia-Teile bei und hier der Pinguin-Soldat bei den Rothüllenkarten. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Box.
So, sorry Leute. Mann, immer wieder Probleme hier beim Installieren. Diese Box hier hat blaue Hüllen und nebenbei dann auch noch Karten in roten Hüllen. Bei den blauen Hüllen waren die hier bei Thor, der Herr der Asen, Loki, Herr der Asen, Wurmking, Drachenwache, Elementarheld Stratos und dann einige, überall sind einige Rares da noch bei und sowas. Dann bei den roten hier sieht man wahrscheinlich 6er Angriff Donnerschlag, Naturia Wächter, DD Kobold, Tempel der Sechs, Symphonischer Krieger Trommel, legendäre 6 Kisan, okay, und dann einige Rares und so weiter und so fort. Auch einige spielstarke Karten dabei, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, dort ist dann natürlich der Link zu den zu verkaufenden Karten. So, in dieser Box war leider nichts Besonderes dabei, beziehungsweise auch keine Holos. Aber auf jeden Fall einen Haufen Hüllen. Coole Deckboxen sind auf jeden Fall auch immer dabei. Gucken wir die nächste an. So, in dieser Box waren diese Karten hier drin. Fokussier mal bitte. Fokussier. So, da ist einmal der Quasar-Schuppendrache aus LC05. Galaxie-Augen von Tondrache, roter Nova-Drache, blauäugiger ultimativer Drache aus RP01, göttlicher Drache Xelion, Seepferdkaiser Brunn, verrückter König der finsteren Welt in Ultimate, Gerfried the Iron Knight aus PSV, Rotdrachen Erzunterweltler, Sternschuppendrache in Ultimate aus STBL, majestätischer roter Drache, Flammwell Grunika, niederträchtiger Paradoxdrache, Serpent Night Dragon, schwarzgeflügelter Drache, Gungnir, Drache der Eisbarriere, Loki Herr der Asen, rotäugiger finsterer Drache und ja, langer Name und so weiter und so fort. Also es sind immer wieder schöne Karten dabei. Wir werden noch weiter durchgucken. Muss aber auch sagen, dass da viele alte Karten bei sind, auch wenn es nur Commons sind. Manchmal, also die sind eigentlich alle im Superzustand. Das schon mal vorneweg. Und einige alte sogar noch in First, Alter. Das ist für mich persönlich ultra genial. Weil ich liebe ja die alten. Und wie wir sehen, ist hier an Holos auch leider nichts dabei. Aber einige Rares waren da drin. Boah, dieses Video wird mein Akku komplett leer saugen. Ich sag's euch. Aber das macht ja nichts. So. Aber ich schreibe öfter mal auf Facebook, hier hat jemand eine Sammlung zu verkaufen. Also ich möchte dann auch wirklich eine Sammlung kaufen. Sowas wie das hier. Etwas Gepflegtes. Eine Person, die auch wirklich alles abgeben möchte. Und nicht nur Karten, die rausgesucht sind, die gerade zum Verkauf stehen. Da lasse ich mich nämlich nicht verarschen. So, hier sind welche bei Steinstatue der Azteken. Dann können wir die roten eigentlich alle überspringen und gehen mal hier hin. Die maskierte Bestie aus LON. Geiler Shit. Schwarzglänzender Soldat, dunkler Magier, schwarzglänzender Ritual, Chaos Comet Magician aus MFC, Hammer, dunkles Magiermädchen, auch im mega guten Zustand, ist das geil, dann finsterer Ausrottungsmeister, dunkler Magier und dann noch einige Karten, so. Also wenn ich auf Facebook mal frage, dann möchte ich auch sowas kaufen und nicht irgendeine getürkte Scheiße, wo Leute behaupten, ich verkaufe meine ganze Sammlung. Sowas glaube ich hier dann auch. Sowas Geiles, das ist alles gepflegt, top Sachen dabei, alle in Hüllen. So will man es sehen, so muss es sein. So, nächstes Ding. Was haben wir hier? Fokussier mal eben bitte. Hallo. Das dauert immer ein bisschen. Schweigsamer Schwertkämpfer Level 3 in Ultimate. Dann haben wir Wächter Zings. Ufo-roide Kämpfer, tausendäugiges Opfer, dann wieder einige solche Karten, hier Rares und so weiter auch dabei, wir gehen einfach mal schnell durch, Vampir-Genesis, Pantherkrieger, ach, immer schöne alte Holos, Harpien einige, also alles was zur Abgabe steht, wird dann auch im Online-Shop sein, habe ich vielleicht schon ein paar Mal erwähnt. Ich möchte auch nicht zu viel Werbung ballern, aber muss halt einfach mal sein, denn es ist ein neuer Online-Shop von mir.
den es noch nicht lange gibt. Da brauche ich Leute, die mir vertrauen und auch mal bestellen, so dass ich gute Bewertungen bekomme und das Ganze ins Laufen kommt. So, nächstes. Manchmal wird man begrüßt von Holos, manchmal muss man sie suchen. So. Hier sehen wir direkt Katapultschildkröte. Fokussieren. So, Katapultschildkröte. Dann haben wir Ehrung der Verdammten. Steigende Energie in Ultimate. Elementarflügel. Flammenflügelmann. So viel lesen, ne? So viel immer vorlesen. So, was gibt es hier noch Schönes? Gehen wir doch mal durch. Also es sind viele, viele Comments dabei, aber das stört mich nicht. Nur es ist halt blöd, immer jede Comment zu zeigen. Hypnotische Kontrolle. Karakuri-Wecker, alles klar. Empfängerkomplott. Wenn man so viel auf einmal kriegt, weiß ich auch immer nie, womit soll ich anfangen, wie soll ich es euch präsentieren. Das ist immer nicht ganz so einfach. Könnt ihr vielleicht auch verstehen. So, mein Akku ist jetzt gleich leer. Das heißt, ich muss mir was einfallen lassen. Ich würde sagen, wir wechseln eben den Akku. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Neuer Akku drinne. Vielleicht neue Chance, was aufzunehmen. So, was haben wir hier? Hier sind ein paar Holos zwischen. Zeige ich euch die mal. So, Avatar des Bösen. Exodius, der ultimative verbotene Lord. Schwarzflügel. Vayu, das Symbol der Ehre. Der Auslöscher des Bösen. So, weiter. Weil wir wollen, dass das Video auch nicht ultra mega krass lange wird. Wenn wir bei 10 Minuten am Ende sind, würde das auch vollkommen reichen. Dann haben wir hier noch D2-Schild als Holo. Wie gesagt, ich gucke mir immer nur so die Holos durch. Ach du Scheiße, der Akku ist ja auch fast leer. Ich muss mal alle meine Akkus aufladen für die Kamera. Dann beeilen wir uns mal eben ein bisschen. Hier noch so eine. Box. Reptilianische Hydra. Nordischer Elf. Svartalf. Energieriesen Ultimate. Bri-Synchron. Valkyrie des Magiers. Große Einskrieger. Shogun Nummer 0, Burai. Sechster Angriff, Donnerschlag. Grüner Pavian. Bitte schreibt nicht unter das Video, ihr braucht die und die Karte. Wartet einfach ab und schaut bei mir durch den Shop durch, echt. Ich habe keine Lust, eure Kommentare zu beantworten, wo euch die Karte und die Karte und die Karte wünscht. Das geht nicht. Ich muss erst gucken, was ich denn schon alles bei mir in der Sammlung habe. Und danach sortiere ich aus und stelle die alle online. So, jetzt möchte natürlich auch noch die Katze rein. Der PC möchte was von mir und die Kamera wird leer. Was soll ich denn hier noch alles machen? Lass mal eben die Katze rein, solange ich das hier raushole. Dracheneinheit Ritter Gay Bulk. Dracheneinheit Dax. Sagenhafter Ragen. Verteidigungsflieger Ergenix. Jurassia Petra Wurm Warlord. Alles klar. Eine Menge auf jeden Fall. Ihr könnt es euch am besten selber anschauen. Muss ich nicht jeden einzelnen vorlesen. Okay, hier sind plötzlich ziemlich, ziemlich viele und scheiße, der Akku ist leer. Scheiße, scheiße. Ich wollte das eigentlich jetzt alles am Stück aufnehmen. Naja, dann machen wir mal eben Pause. So, nochmal ganz schnell, folgende Karten habe ich da drin noch gefunden. Leider habe ich nicht mehr großartig Zeit, euch das alles im Detail richtig lange zu zeigen, deswegen... Ihr wisst, meine Kamera ist fast leer. Deswegen rasen wir hier nochmal schnell durch und machen dann auch die Abmoderation. Das sind hier fast alle Solos. Aber ihr seht ja, was da so bei ist. So. Und dann waren da noch die hier bei in dem Stapel. Alles klar. Die kennen wir ja eigentlich auch alle, die Karten, ne? Ein weißer Drache, wunderbar. So, das war's mit diesem Unpacking. Richtig Chaos durcheinander. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Andy von Collect & Trade. Schaut bei uns beim Shop vorbei. Und
Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr Bock habt zu tauschen, kommt in unsere Facebook-Gruppe Collect and Trade. Bis dahin und tschüss.